Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATZ. Ja, Tag zusammen. Da sind wir nochmal ein letztes Mal vor unserer Sommerpause. Die wird sehr, sehr kurz bei Fußball Inside. Das kann ich jetzt schon mal sagen, denn es gibt ja immer viel, viel, viel zu erzählen. Heute eben auch nochmal. Und heute kümmern wir uns dann noch einmal um den FC Schalke 04 und um Rot-Weiß Essen. Denn auf Schalke läuft jetzt schon die Planung, so ganz, ganz kurz nach dem Abstieg für die Neusaison. Und für Rot-Weiß Essen geht es jetzt noch am Wochenende um einen Titel. Ja, ja, also da ist noch richtig was drin für RWE. Und dementsprechend sind dann auch heute meine Gäste. Zum einen haben wir Schalke-Experten Andi Ernst am Start. Ja, Glück auf. Und unseren RWE-Experten Justus Heinisch. Moin. Ich stelle mich auch noch kurz vor, ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe und als Kommentator auch noch im Einsatz, zum Beispiel die Spiele des FC Schalke 04. Und als solcher habe ich mit Andi noch zusammen den Schalke-Abstieg live erlebt. Es ist gar nicht so lange her, gerade mal 5 Tage. Und weil es so schnell geht, das auch schon mal der Hinweis direkt am Anfang. Du wirst uns gleich verlassen, denn du hast schon wieder einen Termin. Das ist jetzt momentan alles ein bisschen sollte man kaum glauben. Also die Spieler sind jetzt schon längst im Urlaub und richtig. Für Reporter geht es jetzt erst so richtig los. So gerade die erste Woche ist nochmal so richtig, da jagt ein Termin den nächsten. Ja, bei Schalke ist es ja wirklich so gewesen, also jetzt in dieser Woche Personalentscheidungen, es wurden Marschrouten ausgegeben, es wurde über Sponsoren gesprochen, es wurden Analysen gemacht. Ja, und es ist ja noch nicht zu Ende. Zu Ende, ganz genau. Und dementsprechend, hat man so wirklich das Gefühl, sie führen das durch, was sie angekündigt haben, nämlich, dass sie durchaus vorbereitet waren auf diesen Abstieg und jetzt dann wirklich direkt den Fokus auf die neue Saison richten. Ja, man kann also wirklich sagen, obwohl vor 2 Jahren der Abstieg viel früher feststand und man also jetzt sagen könnte, da hatten sie doch mehr Anlaufzeit, ist es jetzt doch noch ein bisschen anders und ich hatte so das Gefühl und vielleicht du auch in der Mixzone, wir standen ja zusammen nebeneinander, da wurde quasi um 17.23 Uhr wurde abgepfiffen und Schalke war abgestiegen und um 17.24 Uhr hatte schon die Mission Wiederaufstieg angefangen. Absolut. Also das war so, dass Gerald Asamoah war in der Mixzone und Peter Knäbel war in der Mixzone und alle waren sehr gefasst, natürlich ein bisschen enttäuscht, ist ja klar und traurig, ein Abstieg ist ja immer was Schlimmes. Aber alle waren sehr gefasst und auch sehr nach vorne gerichtet und alle haben betont, wie unterschiedlich die Voraussetzungen jetzt sind zu dem, was vor 2 Jahren passiert ist. Werden wir natürlich drauf eingehen. Es gab auch so jetzt unter der Woche noch so einen kleinen Rückblick, einen Brief an die Vereinsmitglieder. Und das war schon so ein bisschen, so eine Mischung aus Rückblick, Analyse, aber auch so ein bisschen Abrechnung. Ja, wir hatten ja auch eine Runde mit Peter Knäbel, mit der so ein bisschen Saisonanalyse und Saisonausblick. Sie haben natürlich die Saison analysiert und es ist jetzt natürlich auch nicht so schwierig, die Saison zu analysieren. Da kommt jetzt nichts anderes raus als das, was wir hier immer analysieren. Ne? Das, was Start mit, war scheiße, das, hinterher war gut. Was du mit Abrechnung meinst. Ist natürlich, dass die Wahl für die auf Frank Kramer fiel im vergangenen Sommer, war die falsche und die Zugänge, die vor allen Dingen Ruven Schröder, der ehemalige Sportdirektor, geholt hat, die haben zum großen Teil nicht gezündet und da sagt man noch einer, man sagt ja schnell am 2. oder 3. oder 5. Spieltag, die Punkte, die du hier liegen lässt, die kannst du ja noch holen und jetzt sieht man beim FC Schalke 04 als Beispiel, kannst du dich an das 1:1 in Stuttgart erinnern? Das war am 5. Spieltag, das hätte Schalke unbedingt gewinnen müssen. Auch schon das 0-0 gegen Wolfsburg. Ja, und nach dem Spiel in Stuttgart hat er auch noch gesagt, weißt du was, das sind 2 Punkte, die fehlen dir vielleicht am Ende. Ja. Und jetzt guck mal, was Schalke mit 2 Punkten mehr in Stuttgart zum Beispiel hätte machen können. Ja. Also jeder Punkt zählt in jedem Spiel und das kann man alles später nicht immer wieder aufholen. Und die Saisonanalyse hat genau das ergeben. Aber natürlich sollten sie nicht nur, und das machen sie auch intern nicht, also man sollte da jetzt die Worte auch nicht übertreiben, weil der Vorstand musste ja alle Personalentscheidungen ja auch absegnen. Ne? Also man kann jetzt nicht nur auf Frank Kramer und Ruven Schröder drauf dreschen, weil Unterschriften, die kamen von anderen Leuten. Und die müssen sich dann quasi auch mit dafür verantworten. Das ist doch völlig klar. Und jetzt ist mindestens genauso klar, die Marschroute Wiederaufstieg, der soll es sein. Also da wird auch gar nichts anderes irgendwie angepeilt. Genau. Wir haben da auch schon in unserer Sonderfolge zum Saisonfinale letzten Sonntag drüber gesprochen. Könnt ihr euch natürlich auch nochmal anhören bei Spotify oder Apple Podcasts. Und da hat man so das Gefühl gehabt, also bei Schalke ist man sehr selbstbewusst, was den Wiederaufstieg angeht. Und da wird man das Gefühl nicht los, man empfindet das fast schon so als Selbstläufer. Das wäre aber gefährlich. Also
Ganz genau. Was die Schalker so optimistisch macht, ist die Tatsache, dass im Gegensatz zu dem, was vor 2 Jahren passiert ist, da gab es ja Änderungen in allen möglichen Bereichen des Vereins. Damals stand ein neuer Aufsichtsrat an, also da waren von 9 Positionen, waren 5, standen 5 zur Wahl. Da hat sich also konkret was geändert. Jetzt bleibt der Aufsichtsrat unverändert. Vorstand vor 2 Jahren, Peter Knebel hatte gerade erst angefangen. Bernd Schröder, der Vorstandsvorsitzende, war noch nicht da. Da war noch die Suche lief noch. Da bleibt auch alles beim Alten. Sportdirektor, der wird jetzt Ende der Woche vorgestellt. Das wird André Hechelmann, der aktuelle Chefscout. Das ist zwar ein neuer Sportdirektor, aber der kennt natürlich seit 2 Jahren die Vereinsprozesse aus dem FF und kennt den Vertragsbestand und so weiter. Vor 2 Jahren musste sich Ruven Schröder erst einarbeiten. Und die Mannschaft steht auch und du hast keine Altlasten. Erinner dich an das Trainingslager vor 2 Jahren, das ist im Mittersee, das ist die Sonderfolge, die könnt ihr euch bestimmt auch noch angucken, ja, aber definitiv. Da müsst ihr weit runter scrollen, ja. Da waren ja 30, 32, 33 Spieler dabei und darunter so Leute wie Mascarell und Nastasic und Rahman, bei denen relativ klar war, die hauen sowieso ab, beziehungsweise die ganz starke gar nicht mehr bezahlen. Und da waren die Kaderkosten viel zu hoch und du wusstest als Trainer überhaupt nicht, wie gehst du jetzt damit um, wie bindest du die jetzt ein oder nicht, weil die gehen ja sowieso und das war wirklich ein Chaos, da gab es ja 45 Transferbewegungen und auch das ist in diesem Jahr anders. Aber es wird ja schon noch einiges passieren. Genau, es wird noch, ja, aber ein bisschen was, nicht mehr 45, sondern nicht 35. Was ich noch ergänzen will zu deiner Frage, was ich vielleicht ein bisschen locker nehme, was zumindest den Anschein hat, dass sie schon ein bisschen zu optimistisch von Umweg und sprechen und Schlenker und so. Ne? Die zweite Liga, da haben wir auch in der Sonderfolge drüber gesprochen, das wiederhole ich gerne nochmal, das wird echt nicht leicht, weil du hast kein Werder Bremen mehr drin zum Beispiel. Du hast ja vor 2 Jahren die Rolle mit als FC Bayern in der zweiten Liga so ein bisschen geteilt mit Werder Bremen. Ja. Hertha BSC könnte natürlich auch so ein Konkurrent sein, aber die sind finanziell so kaputt aktuell und haben so viele Sorgen, dass die eher nicht so wahrgenommen werden wie Schalke und die spucken halt auch nicht so große Töne. Die reden natürlich auch, müssen Wiederaufstieg gelingen, aber für die geht es erstmal darum, überhaupt die Lizenz zu kriegen. Ja. Ne? Das sind die ersten Sorgen, die Hertha hat. Da steht auch nicht fest, ob Palter weitermacht oder nicht und die sind halt nicht so gut vorbereitet wie Schalke. Also ist Schalke der große Topfavorit und fährt dann auswärts nach Kaiserslautern vor 50.000 Leuten, fährt dann auswärts nach Magdeburg, wo sie noch nie gespielt haben, am Millerntor vor 25.000 Leuten oder nach Hamburg oder Stuttgart, je nachdem, wer die Relegation übersteht. Also je nachdem, wer da drin bleibt oder runterkommt, das wird ja auch dann definitiv wieder eine Hauptkonkurrenz sein. Ja, wobei ich Stuttgart ein bisschen höher einschätze als Hamburg noch. Ja, das also ich auch. Absolut, aber deswegen gehe ich mal davon aus, dass Stuttgart es schafft und der HSV nicht, aber man weiß ja nie, Relegation, da ist ja immer alles möglich. Jedenfalls das sollte Schalke 04 nicht unterschätzen, wobei ich es halt auch gut finde, das muss ich jetzt auch mal betonen, dass sie eben so klar sind. Ja. Das ist mir vor 2 Jahren schon extrem auf den Keks gegangen. Da hieß, rumgeeiert. Da hieß es ja immer nur, ja, wir wollen bis zur Winterpause, das war 18. Spieltag, glaube ich, bis dahin wollen wir auf Tuchfühlung sein. Das war das Ziel, das war sehr schwammig formuliert. Und als wir dann gefragt haben, was sie jetzt damit gemeint und irgendwann rücken sie dann raus, ja, wenn wir dann unter den ersten 6 stehen oder sagen wir so, wenn wir 6. sind und 7 Punkte Rückstand haben, das ist für uns auf Tuchfühlung. Ja. So und hinterher, weißt du, haben dann alle gesagt, ja, dass wir aufsteigen wollen, war ja von Anfang an klar. Wenn man denkt so, ja super, in den ersten 6 Monaten habt ihr auf alle Fragen dann falsch geantwortet. Ja. So und das ist jetzt anders und dass sie so selbstbewusst sind, wir fordern immer Klartext und das ist jetzt Klartext, sagen, wir wollen wieder aufsteigen und wer Schalke 04 ist, der kann, der muss ambitioniert in die zweite Liga gehen, ist doch klar. Du hast den neuen Sportdirektor schon angesprochen, das ist jetzt eine interne Lösung. Warum hat man das dann nicht schon eher festgezurrt? Warum jetzt erst nach Saisonende? Ja, man hört so intern im Verein, dass es doch Kandidaten gab, externe Kandidaten, die aber natürlich nur im Bundesliga-Fall gekommen wären. Da ist dann der Zweitliga-Fall ein bisschen weniger attraktiv. Also es ist so, Schalke hat ja immer betont, dass sie noch jemanden dazu holen wollen für die sportliche Leitung. Und da liegt der Teufel im Detail, das heißt in der Formulierung. Alle haben es oder viele haben es immer gleichgesetzt mit, ja, holen neuen Sportdirektor. Nein, die Formulierung war, sie holen noch einen für die sportliche Leitung, weil sie sich nämlich offen halten wollten, ob sie einen neuen Sportdirektor holen oder ob sie André Hechelmann, den Chefscout, befördern und dann quasi eine Stelle unter Hechelmann nochmal nachbesetzen. Und genau das wird passieren und das werden sie dann, noch ist es nicht offiziell, ich weiß nicht, wann ihr den Podcast hört oder den Podcast seht, am Freitag wird das, so rechnen wir damit, offiziell gemacht.
es wird trotz allem, auch wenn das Gerüst definitiv stehen wird, schon eine große Aufgabe sein. Du hast alleine viele Leihspieler, die als Abgänge jetzt gelten, wobei bei dem einen oder anderen ist ja zumindest noch die Hoffnung, dass er bleiben könnte. Also Sepp Vandenberg ist zum Beispiel so einer, da könnte man vielleicht nochmal die Leihe verlängern. Wie sieht's da aus? Ja, also er ist quasi der Einzige. Man könnte jetzt natürlich sagen, Moritz Jens wäre ein super Spieler für die zweite Liga, aber ja, gut. Nee, ich glaube, also der ist ja damals schon in die Bundesliga gekommen, weil er mittelfristig in die Nationalelf möchte. Dann wird er, glaube ich, kaum so in die zweite Tom Liga Kraus, gehen. Tom Kraus, 21 Jahre alt. Tom Kraus ist auch einer, der mit Sicherheit wobei er bei RB Pläne keine hat. Zukunft hat. Also nee, das hat er nicht, wird jetzt aber schon der hat seine Karriereplan, also der hat sehr geweint in Leipzig, weil er halt schon als Kind Fan des FC Schalke 04 war. Aber sie hat eine Zukunft mit Sicherheit in der Bundesliga. Ja, und da bleibt halt Sepp Vandenberg. Der ist ausgeliehen von Liverpool, hat in Liverpool seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Das heißt, eine Ausleihe wäre möglich und Schalke macht sich deshalb Hoffnung, weil Sepp Vandenberg sehr, sehr lange verletzt war. Und so wie Peter Knebel es ausdrückte, der Kontakt zu Liverpool war in der Zeit immer sehr gut und sie haben sich sehr um Sepp Vandenberg gekümmert bei der Verletzung. Sie ist komplett ausgeheilt und Sepp Vandenberg hat sich auch im Interview mit uns so geäußert, dass er sich vorstellen kann zu bleiben. Fährt jetzt allerdings wahrscheinlich erstmal mit der U21 der Niederlande zur Europameisterschaft. Und dann wird man halt sehen, ob macht das klappt da oder nicht. Macht sich da vielleicht auch interessant wieder es kann, für andere Vereine. Genau, also es kann natürlich sein, dass Liverpool sofort die Tür zuschlägt und sagt, wir haben mit dem jetzt andere Pläne, dann ist es halt vorbei. Aber was natürlich ein Vorteil ist, wer entscheidet in Liverpool über die Transfers? Jürgen Klopp und Jörg Schmadtke. So. Ja. Peter Knebel kennt beide ganz gut und da ist dann wenigstens noch so eine persönliche Bande möglich, sodass das noch die mögliche, also das ist so die wahrscheinlichste Variante, dass Schalke noch einen Spieler mit runternehmen kann. Und es wäre natürlich eine schöne Innenverteidigung für die zweite Liga, wenn du Vandenberg hättest und Marcin Kaminski, der seinen Vertrag jetzt verlängert hat, genau. Der hinten raus ja eigentlich erst wieder reingekommen ist in die Mannschaft, dann aber direkt schon so ein bisschen den Abwehrchef gegeben hat. Ja, Kaminski hatte ja sehr viel Pech mit seiner Schnittwunde, die er sich im privaten Bereich zugezogen hat, die sich dann entzündet hat, die ihn dann wirklich 3 Monate gekostet hat. Dann kam er wieder und war dann erstmal krank, dann auch nochmal 3 Spiele verpasst, dann kam er wieder, hatte dann einen Hexenschuss, das waren so 3 Nummern. Die hatten halt nichts mit Kontaktverletzungen oder Muskelverletzungen zu tun, das war einfach 3-mal Pech. Er war in der Zweitligasaison nicht sehr verletzungsanfällig, da war nämlich Schalkes Dauerbrenner. Er hat 31 Spiele gemacht, von Anfang bis Ende, hat 3 Spiele verpasst, 1-mal war er gesperrt, 2-mal an Corona erkrankt. Und genau das erhoffen sie sich von ihm jetzt. Also Marcin Kaminski ist einer, der ist sehr ehrgeizig, spielt eine sehr wichtige Rolle in der Kabine, der ist halt null arrogant und abgehoben, also der macht das schon echt gut und er ist halt, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber er ist schon ein klassischer Zweitligaspieler. Ne? Er ist 3-mal aufgestiegen, 2-mal mit Stuttgart, 1-mal mit Schalke. Er hat für die zweite Liga echt, also seine Geschwindigkeit ist das Problem. Das wird ihm in der Bundesliga manchmal zum Verhängnis. Wobei ich da überrascht war, am letzten Spieltag die Szene, Nkunku läuft eigentlich schon allein aufs Tor zu. Ja, hat, dann kriegt er irgendwie noch eine und die halt, Fußspitze dazwischen. Das ist das, Timing hat er. Ja, genau, das ist sein Vorteil, Timing und Stellungsspiel. Und in der zweiten Liga spielt halt keinen Nkunku. Ne? So. Da gibt es halt nicht, da gibt's halt nicht Zeit. Er hat da ja die Ausstiegsklausel. Gnabry und Sané, die gibt es halt alle in der zweiten Liga nicht. Das macht ihn halt in der zweiten Liga so gut. Und das hat Thomas Reis auch hervorgehoben. Er hat einen sehr guten kreativen Spielaufbau. Das sieht man ja auch, er ist ein Linksfuß-Innenverteidiger. Ja. Und der schlägt schon präzise Diagonalbälle und so. Das kann er schon gut. Und er ist im Gegensatz zu vielen anderen Schalkern in dieser Saison bei offensiven Standards für einen Abwehrspieler sehr gefährlich. Also er hat einen super Kopfball nach Ecken und Freistößen und er kann, wie man gegen Hertha gesehen hat, auch mal Freistöße selber in den Winkel donnern. Eine weitere Vertragsverlängerung. Henning Matriciani hat langfristig jetzt nochmal verlängert bis ins Jahr 2026 und ich gebe ja zu da wirst du das auch zugeben müssen, dass wir bei Henning Matriciani nicht immer positiv gesprochen haben. Möglicherweise, aber er hat sich natürlich gemacht, also er hat sich entwickelt, wobei ich weiterhin sage, für einen Linksverteidiger sind seine Offensivqualitäten weiterhin arg beschränkt, aber nach hinten sah das wirklich in diesem Jahr dann doch zumindest in der Rückrunde richtig gut aus. Also ich sehe das dann genauso wie du, ich muss auch sagen, er hat sich wirklich weiterentwickelt und das ist halt seine größte Stärke.
dass über keinen im Kader sagen die Schalker, und egal mit wem ich darüber spreche, der ist so heiß und so nah dabei und so willens, sich weiterzuentwickeln und an seinen Fehlern zu arbeiten, wie Henning Matriciani. Er ist ja eigentlich auch kein Linksverteidiger, ist er ja gelernter Innenverteidiger, ist ja seine Lieblingsposition. Ja. Und ich meine, er hat sich mit seiner Art des Einsatzes auch wirklich, ich meine, es ging ja schon, nachdem die Dortmunder den Titel verspielt haben, ging auch schon rum, was, Dortmund fehlten zwei Punkte, und dann kam die Grätsche von Matriciani gegen Dahoud in der 96. Minute, ja. So, hier fehlen die zwei Punkte von Borussia Dortmund, ne? Und er hat sich mit seinen Grätschen und mit seinem Einsatz ja wirklich einen Status als Publikumsliebling erarbeitet und die Vertragsverlängerung verdient, fährt ja auch vielleicht mit der U21 zur Europameisterschaft. Das ist schon Hut ab. Allerdings warten in der zweiten Liga dann doch andere Gegner. Und da kommt dann das zum Tragen, was du angesprochen hast. Da hilft es halt nicht einfach nur, hinten gut zu stehen und abzugrätschen, weil so oft werden die Gegner nicht nach vorne kommen, wo er was zu grätschen hat. Ja. Da muss auch sein Einsatz nach vorne stimmen, und da wird er auch mal die ein oder andere gute Flanke schlagen müssen. Und daran wird er jetzt wahrscheinlich arbeiten. So wie alle Schalker ihn schildern, ist das wirklich seine größte Baustelle, und wahrscheinlich wird er auch im Urlaub ein paar extra fünf Stunden einlegen. Am Tag Flanken schlagen. Werbung. Werbung Ende. Lass uns kurz auf zwei Spieler noch gucken, die offiziell im Kader sind, Vertrag haben, die sich aber natürlich interessant gemacht haben. Also der eine weiterhin mit sehr wankelmütigen Leistungen, wie wir ihn kennen, Rodrigo Salazar, der mal genial spielt und mal dann überdreht und dann eigentlich gar nicht mehr stattfindet. Und natürlich Marius Bülter, bester Torschütze, gerade in der Rückrunde dann nochmal richtig aufgedreht. Allerdings Konkretes auf dem Tisch bei Schalke ist dann noch nicht gelandet. Ja, daran, nee, ist nicht. Und an den beiden Personalien sieht man auch nochmal den Unterschied. Also Schalke hat die Lizenz für die zweite Bundesliga bekommen, und ein Transferüberschuss ist jetzt da jetzt keine Pflicht. So, außerdem haben sie jetzt ja schon 1 Million eingenommen für Can Boşdoğan, der fest in Utrecht bleibt. Mhm, genau. So. Und vor 2 Jahren wusste ungefähr jeder, dass Schalke so schnell wie möglich so viele Spieler wie möglich loswerden muss, weswegen sie dem einen oder anderen noch Geld mitgegeben haben und andere halt ganz, ganz günstig abgegeben haben. Und jetzt sind die Sätze bei Marius Bülter und Rodrigo Salazar ganz anders, ne? Das ist so, Marius Bülter hofft Schalke, dass er die Karriere auf Schalke beendet und ist ganz wichtig und soll bleiben. Und Rodrigo Salazar, er sei die große Identifikationsfigur. Das heißt, in der Rhetorik sind die Schalker so unterwegs, dass sie sagen, nö, haben wir langfristige Verträge, haben keine Ausstiegsklausel, geben wir nicht ab, sind wichtige Leute. Was natürlich nicht heißt, dass sie doch abgeben würden, wenn das Angebot stimmt. Aber das Kalkül bei solchen Sätzen ist natürlich das Signal nach außen, diesmal muss Schalke nicht abgeben. Ja. Also wenn ihr jetzt sagt, gebt uns den Bülter für 100.000 Euro, dann sagt Peter Knäbel so. Und der sagt auch noch bei 1 Million Euro so. Ne? Also Schalke kann da schon den Preis in die Höhe treiben, und Das ist in dieser Saison mit Sicherheit, in diesem Sommer kein Nachteil. Wenn ich dann so die so könnte Schalke spielen, 11 mache, baue ich die beiden vielleicht so als Einschätzung, ich baue die beiden da nicht ein, weil ich immer noch davon ausgehe, dass sich da noch was tut. Und das könnte natürlich dann auch immer, weil das Transferfenster lange auf ist, sich auch nochmal während der Saison dann schon wieder verändern, weil die zweite Liga relativ früh startet. Also da ist der Drops irgendwie erst am 1. September gelutscht, ganz zu sagen. Aber nochmal, Schalke will in diesem Jahr nicht, in diesem Sommer nicht mehr so viel ausleihen. Ne? Ja. Also das sehe ich auch. Das ja, ist, die ganze. Also Schalke will kaufen und Kaderwertentwicklung. Das ist ja das, was Peter Knäbel immer wieder gesagt hat, als er anfing, dass Schalke wieder dahin kommen muss, den Kader zu entwickeln, Spieler zu entwickeln, die sie entweder selber ausbilden oder günstig einkaufen und teuer verkaufen. Und durch die ganzen Leihgeschäfte in dieser Saison ist dieses Ziel extrem in den Hintergrund geraten. Ja. Du hast aber natürlich jetzt auch umgekehrt eigentlich offiziell viele Leihspieler, die zurückkehren würden, wobei die meisten will man auf Schalke dann gar nicht mehr wiedersehen. Also Can Boşdoğan ist jetzt schon dann gewechselt. Bei Jordan Larsson hofft man natürlich auch darauf, dass er dann ja in Kopenhagen bleibt, weil er da ja auch hinten raus funktioniert hat. Genau. Es sind ja 8 Leihspieler und Schalke sagt, klar, 2 davon können sie noch gebrauchen. Der erste ist Florian Flick, Mittelfeldspieler, der leider momentan verletzt. Obwohl die Nürnberger auch hoffen, ihn da vielleicht noch ein bisschen zu kriegen. Da muss man halt gucken, wie schwer ist er verletzt. Wie lange dauert das? Bei Rodrigo Salazar hat ein Mittelfußbruch ja wirklich 3-4 Monate gedauert.
Und da muss man ja gucken, inwieweit er dann schnell wieder fit wird, ob sich da nochmal eine Leihe lohnen würde, aber nicht, dass ich da irgendwas gehört hätte. Also das, was ich nur weiß, dass Florian Flick eingeplant ist und dass Marvin Pieringer, der aus Paderborn zurückkommt, eingeplant ist. Bostogan ist schon verkauft, Larsson, das sollte wohl auch funktionieren. Ja. Und dann hat man halt noch so Leute wie Dries Wouters und Reinhold Ranftl und Kerim Calhanoglu und Blendi Idrissi. Die kann sich halt kein Schalker im Zweitligateam vorstellen. So, Ranftl war möglicherweise Stammspieler bei Austria Wien. Das hat überhaupt nicht funktioniert auf Schalke. Und Dritte Rheinland waren halt nicht mehr Stammspieler in ihren Clubs. Ja. Sodass die dann gehen können, gegebenenfalls ein Angebot zur Abfindung erhalten. Dann natürlich auf Basis des Zweitligagehalts, das ja deutlich geringer ist als das Bundesligagehalt. Wird also auch nochmal ein bisschen günstiger, die abzufinden. Und was auf Schalke auch positiv ist, und dann entlasse ich dich auch, dass die Sponsoren ja durchaus auch Schalke jetzt die Stange halten. Also das ging auch relativ fix. Es gab Vertragsverlängerungen und es gab Bekundungen, dass man einfach so weitermachen möchte. Also das ist auch schon ein sehr, sehr positives Signal. Ja, also die Schalke haben im vergangenen Sommer ligenunabhängig sehr viel abgeschlossen. Man kann natürlich immer noch sagen, wenn man sich die Zahlen anguckt, das ist bei weitem nicht auf dem Niveau der vergangenen Jahre, was natürlich an der Champions League liegt, ist ja völlig klar, was natürlich auch an Corona liegt, da hat sich auch einiges nach unten verschoben und klar. In der zweiten Liga gibt es halt nicht mehr so viel Kohle wie in der ersten und aber dennoch halten die meisten Sponsoren Schalke die Treue und das ist ja auch ein Produkt dieser Rückrunde. Ne? Also Schalke hat weiterhin für Schlagzeilen gesorgt und das ausschließlich für positive. Überleg mal, Schalke hat die Auswärtsfahrer-Tabelle der Bundesliga gewonnen. Also es sind 7.000, im Schnitt 7.000 Schalke auswärts mitgefahren und das ist bundesweit gut angekommen und auch in der kommenden Saison in der zweiten Liga, wenn die jetzt nicht alles verreißen, werden die wieder einen 50.000er Schnitt haben. Da hat jetzt kein Sponsor, kein Logenpartner irgendeinen Grund auszusteigen. Natürlich gibt es da vereinzelt Veränderungen, das ist ja klar, ja. Aber im Großen und Ganzen bleibt da alles beim Alten. Ich rechne auch damit, dass die Dauerkarten auch wieder bis aufs Letzte verkauft werden. Da gibt es ja auch schon deutliche Anzeichen. Und das ist die Rückrunde, Schalke auf Platz 8 der Rückrundentabelle, hat da schon sehr viel geleistet. Weil Schalke sich einfach mit erhobenem Kopf, erhobenen Hauptes und mit sehr, sehr viel Würde verabschiedet hat aus der Bundesliga. Und das machst du jetzt auch. Ja. Wenn das nicht eine Überleitung ist, oder? Ja. Viel Spaß mit Justus und Rot-Weiß-Essen und dem Titelkampf. Und vielen Dank fürs Zuhören in dieser Saison bei Fußball in Zeit, aber die Pause wird ja nicht so lang sein. Die wird nicht so lang sein. Sobald Andi wieder im Trainingslager ist, sind wir dann schon wieder am Start. Gerne. Geht ja bald alles wieder klar los. Ich schalte mich mal auf. Werbung. Werbung Ende. Du machst das, so schaltest dich auf Stumm, wunderbar. Und Justus, jetzt haben wir sehr, sehr viel Nachbetrachtung gehabt, Blick auf die neue Saison. Aber, ich habe es ja anfangs der Folge gesagt, für RWE ist die Saison ja noch gar nicht beendet. Es geht noch richtig um was, es steht das Niederrhein-Pokalfinale an. Und das klingt am Anfang immer so piefig. Also so ein Dortmunder oder auch ein Schalker, der lacht darüber. Aber zumal die spielen ja am Finaltag der Amateure. Ja, richtig. Ja. Aber ich weiß das noch, als der MSV einst auch noch ein bisschen weitergekommen ist im Niederrhein-Pokal. Langlassen ist sehr. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Also nicht nur fürs Prestige, sondern auch am Ende bringt es ja auch ein bisschen Geld. Es ist aus vielen Aspekten wichtig, sogar noch mehr. Aber du sagst es, Prestige, das ist ein Derby. Ich glaube, knapp 9 Kilometer Luftlinie liegen zwischen der Hafenstraße und dem Stadion von Rot-Weiß Oberhausen. Das ist ein Nachbarschaftsduell, ein Derby. Die haben in der Regionalliga jahrelang gegeneinander gespielt. Und für die Oberhausener ist es das Spiel des Jahres. Ich glaube, dass der Trainer Mike Terranova seine Jungs da wieder ordentlich heiß machen wird. Weil das ist, glaube ich, eine Paradedisziplin von ihm, den Nachbarn aus Essen die Suppe zu spucken. So, das ist das eine. Es ist quasi Prestige-Pokalfinale und Prestige-Nachbarschaftsduell. Du hast es angesprochen, es geht um super viel Kohle. Wer in den DFB-Pokal einzieht, der kriegt ein bisschen mehr als 200.000 Euro. Wenn du dann ein attraktives Los kriegst, könnte ja sogar sein, dass Schalke dann an die Hafenstraße kommt. Zum Beispiel. Dann hast du eine riesengroße Aufmerksamkeit medial
oder du kommst sogar eine Runde weiter, dann kriegst du noch mehr Geld und Rot-Weiß Essen ist eine Pokalmannschaft, das haben sie schon oft gezeigt. Also geht es ja auch um die Kohle. Ja. Und wir werden ja später noch über den Umbruch sprechen, über die, genau, die Transferplanungen. Geld kann jeder Verein gut gebrauchen. Rot-Weiß Essen natürlich auch. So, und dann ist es auch wichtig zum Thema Unruhe. Also bei Rot-Weiß Essen, die haben den Klassenerhalt natürlich geschafft, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, dass da die Stimmung gerade rosarot ist. Ja gut, weil die Drittligasaison dann letzten Endes doch nicht so ausgefallen ist, wie man sich das wahrscheinlich erhofft hat, wie man sich das gewünscht hat. Wie fällt jetzt so dein persönliches Fazit aus? Also wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, ob Essen die dritte Liga unterschätzt hat oder sich überschätzt hat. Wie würdest du das jetzt abschließend, zurückblickend einschätzen? Also erstmal ist es das Wichtigste, dass sie die Klasse gehalten haben. Das steht über allem, das war das große Ziel und das haben sie auch geschafft. Punkt. Die Art und Weise, über die kann man reden. Ich glaube, dass es ein Mix aus mehreren Faktoren ist und einer, der wurde immer deutlicher in den letzten Wochen. Der Kader hat halt einfach nicht mehr hergegeben. Rot-Weiß Essen trennt sich von vielen gestandenen, verdienten Spielern und ich glaube, dass das auch richtig ist. Du hast gemerkt bei vielen Spielern, dass die Leistungsgrenze erreicht ist und dass es um den nächsten Step zu gehen, also eine ruhige Saison in der dritten Liga zu spielen, ohne Abstiegssorgen oder irgendwann auch mal in der zweiten Bundesliga anzuklopfen, brauchst du andere Spieler. Du brauchst einen entwicklungsfähigeren Kader, du brauchst ein neues Gerüst und das war ein Punkt. Also der Kader hat, glaube ich, nicht mehr hergegeben als Abstiegskampf dritte Liga. Okay, aber das hat man ja schon, also du sagst, Ziel war von Anfang an der Klassenerhalt, aber trotzdem so das Umfeld und da hat man sich ja auch nicht unbedingt gegen gewehrt, dieses Umfeld irgendwie da runterzuschrauben oder zu bremsen oder so, das war ja auch nicht der Fall. Also man hat das ja gerne mitgenommen, diese Euphorie. Genau. Deswegen wäre die Frage wirklich, hat man auch den Kader dann überschätzt? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich nochmal, letztens habe ich einen Artikel gelesen, der Jörn Nowak, der Sportdirektor, der im Frühling entlassen wurde, freigestellt wurde, der hat gesagt auf der Jahreshauptversammlung vor der Saison, dass Sandro Plechati und Cedric Harenbrock, dass er die beiden zum Beispiel als Säulen der Mannschaft für die Zukunft sieht. Jetzt will ich die beiden nicht rauspicken, die haben es auch zuletzt super gemacht, aber die gehörten dieser Saison nicht zu den Leistungsträgern, um es mal so zu formulieren. Also liegt da schon echt eine Fehlbewertung des Kaders auf jeden Fall vor. Und ja, klar, die Euphorie haben sie gerne mitgenommen. Und wenn wir über Schalke und den Auswärtsfahrerschnitt reden, Rot-Weiß Essen ist als Aufsteiger direkt Platz 2 bei dem Heimzuschauerschnitt der dritten Liga geworden. Nur Dresden drüber. Nur Dresden drüber und gut. Dass Dresden der Erste ist, dürfte keine Überraschung. Und trotzdem spielen die nächste Saison auch wieder dritte Liga. Also auch das natürlich, das zeigt alleine, wie eng es auch in dieser dritten Liga zugeht, weil Dresden normalerweise hat mich auch gewundert, die eine Mannschaft hatte, die aufsteigen musste. Absolut, ja, klar. Und mit diesem ganzen Umfeld. Du hast es auch schon gesagt, jetzt scheint RWE das ja wirklich erkannt zu haben, dass es so nicht gereicht hat. Es wird sich personell einiges tun innerhalb der Mannschaft. Wie sieht das aus bei der Trainerposition? Wie fest sitzt Dabrowski im Sattel? Wie würdest du das einschätzen? Also ich persönlich glaube, dass dieses Spiel gegen Oberhausen vielleicht sein Schicksalsspiel wird. Okay. Das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, weil ich glaube, wenn er dieses Spiel gewinnt, dann steht unterm Strich, okay, wir haben die Klasse gehalten, wir haben den Niederrhein-Pokal gewonnen, wir stehen im DFB-Pokal, damit haben wir erstmal unsere Ziele erreicht. Ja. Auf der anderen Seite könnte die Stimmung aber auch ganz anders kippen, wenn jetzt in Anführungszeichen, nicht despektierlich gemeint, die kleinen Oberhausener jetzt an der Hafenstraße den Pokal holen. Spielnummer eine Liga drunter, also kann man davon klein, glaube ich, sprechen. Genau, und es war eigentlich relativ interessant in den letzten Wochen beim RWE-Auswärtsspiel in Meppen und beim darauffolgenden Heimspiel gegen 60 München gab es von Teilen der Westkurve ziemlich laute Dabrowski-Rausrufe. Also bei einigen Fans hat er den Kredit verspielt, ich will jetzt nicht sagen bei allen, das stimmt nicht, aber halt bei einem gewissen Teil. Und ich glaube, dass diese Stimmung endgültig kippen könnte, wenn sie jetzt auch noch gegen Oberhausen verlieren. Ich glaube, dass sich der Verein dann durchaus gut überlegen würde, mit diesem, ich sag mal, angeschlagenen Trainer in die neue Saison zu gehen. Aber du sagst jetzt schon, es gibt ja jetzt schon diese Kritik. Also er geht ja so oder so mit leichten Kratzern eh in die neue Saison. Und das nach einer allerersten Saison. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt schon jahrelang in Essen gute Arbeit abgeliefert hat und dann eine schlechte Saison hatte, dann sagt man, okay, wir wissen, was wir an ihm haben, aber er hat eine Debütsaison, wo man jetzt schon nicht unbedingt so zufrieden ist und ja, klar, wenn unterm Strich Klassenerhalt und Einzug in den DFB-Pokal steht, passt's, aber trotzdem,
diese Kratzer gibt es ja. Die Kratzer gibt es, aber du hörst immer wieder aus dem Verein, dass der einen super Job macht intern. Und die halten alle eine ganze Menge auf Christoph Dabrowski. Und ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen. In den letzten Jahren wurden viele Trainer in Essen verbrannt. Und ich glaube, der Verein, der hofft sehr darauf, Kontinuität auf dieser Position reinzubringen. Und ich denke, wenn sie Oberhausen schlagen werden und das durchaus auch souverän, wird er in die neue Saison gehen als Trainer. Weil eben sie erkannt haben, dass man nicht jedes Jahr den Trainer austauschen kann und er kriegt ja auch eine komplett neue Mannschaft. Auf der anderen Seite sind auch die Signale ganz klar, nach diesem Oberhausen-Spiel kommt alles auf den Tisch, dann wird quasi jede Stellschraube einmal angeschaut, dann wird alles analysiert und wenn dann am Ende wirklich bei rauskommt, okay, wir haben jetzt die Ziele erreicht, aber trotzdem gibt es diese Punkte, die jetzt gegen den Trainer sprechen, ja, dann kann auch die Zeit zu Ende sein, aber ich glaube, dass meine persönliche Einschätzung, wenn sie jetzt Oberhausen schlagen, dann wird er auch in die neue Saison gehen. Und dann wird er eine relativ neu zusammengewürfelte Truppe haben. Denn du hast das auch schon gesagt, sehr, sehr viele Abgänge und es sind sehr, sehr viele emotionale Abgänge. Mhm. Also man verabschiedet sich da schon so ein bisschen von den Regionalliga-Helden, könnte man sagen. Gibt es denn da noch irgendjemanden, wo du sagen würdest, den hätte man vielleicht halten sollen? Oder sagst du, nee, sportlich macht das keinen Sinn? Ist auch gut so, dass sie jetzt gehen. Also die drei prägenden Namen anguckt, Ugo Jankewski, Simon Engelmann und Felix Herzenbruch, finde ich schon, dass die ersten beiden, das ist ein guter Cut, gerade bei Simon Engelmann, man hat gemerkt, dass in der dritten Liga dann nicht ganz so reicht, wie jetzt in der Regionalliga das der Fall war. Und ich glaube, es war schon klar, dass er so oder so in die neue Saison nicht als Stürmer Nummer 1 gegangen wäre. Und ich weiß nicht, ob er der Typ ist, der sich auf die Bank setzt, ohne zu murren. Und ich glaube, da wäre dieses Denkmal, hätte er so ein bisschen selbst dran gekratzt. Mhm. So ist es ein sauberer Schnitt und am Ende geht er jetzt und hat den Klassenerhalt geschafft und geht als absolut gefeierter Held. Das ist schon gut. Bei Kefke sehe ich das ähnlich. Ihm fehlte die Schnelligkeit so ein bisschen. Da muss, glaube ich, vor linken Bahn muss einfach dann ein bisschen mehr Tempo reinkommen. Felix Herzenbruch, ich persönlich hätte ihn gehalten. Das ist zum Beispiel ein Typ, der sich wirklich ohne zu beklagen auch auf die Bank gesetzt hätte. Das ist eigentlich eine spannende oder ein bisschen kuriose Situation. Ihm wurde Anfang Mai gesagt, dass er keinen neuen Vertrag erhält und trotzdem führte er in den nächsten Wochen die Mannschaft als Kapitän aufs Feld, weil eben Felix Bastians verletzt ist oder war. Und das zeigt ja auch irgendwie, dass er als Charakter da voll hinter dem Verein steht und sich dann auch vor die Mannschaft stellt. Wie mal ein kleiner Tipp, wir haben auch unseren RWE-Talk von der Hafenstraße. Da war er zu Gast. Felix Herzenbruch zu Gast. Schaltet gerne mal rein. Also sehr interessant. Du hast wirklich gemerkt, wie sehr er an diesem Verein hängt und dass er das auf jeden Fall gemacht hätte. Und klar, auf der anderen Seite ist es die Frage, ob er sportlich weitergeholfen hätte, aber als Backup für den Kader und für die Harmonie. Ich persönlich hätte ihm einen neuen Vertrag gegeben. Also den RWE-Talk natürlich auf watz.de, packe ich euch aber auch in die Shownotes, da müsst ihr gar nicht groß rumsuchen, dann habt ihr den direkt. Ja, lass uns auf die Neuzugänge gucken. Mhm. Also Sapina ist der Erste, der kommt vom SCVR, ein erfahrener Drittligaspieler, der ja sogar Geld gekostet hat, also Ablöse. Jetzt nicht wahnsinnig viel, 40.000, ist das richtig? Ja, ja. Klar, da lacht mancher drüber, aber 40.000 sind auch 40.000. Wie bewertest du die Verpflichtung? Also ich finde es eine gute Verpflichtung. Er ist ein großer Spieler, der also Körperlichkeit reinbringt, kann aber trotzdem mit dem Ball umgehen. Ich fand ihn vor allem beim Hinspiel zwischen Verl und Rot-Weiß Essen, da war ich da im Stadion, es wurde ja in Paderborn ausgetragen, da hat er mir sehr gut gefallen. Jetzt im Rückspiel am vergangenen Samstag kam er zur zweiten Halbzeit und es hat sich ja davor schon, kam schon raus, dass er auf der RWE-Wunschliste stehen sollte, stand er natürlich auch unter Beobachtung und ich hatte schon das Gefühl, dass er so, sich das auch alles schon so angeguckt hat und so ein bisschen aufgesaugt hat und ich glaube, der hat richtig Bock auf Rot-Weiß Essen, auch ohne jetzt dem SC Verl zu nahe zu treten, aber es ist dann doch ein Unterschied, ob du in Verl spielst oder in Essen an der Hafenstraße. Und ich glaube, dass er mit seiner Vita, er hat sich hochgearbeitet, war davor in Ulm. Also so diese riesengroßen Schüsseln hat er noch nie so richtig als Heimspieler quasi bespielt. Ich glaube, der hat richtig Bock und der könnte sehr gut an die Hafenstraße passen. Wenn ich die Zuschauertabelle jetzt richtig im Kopf habe, ist der SC Verl sogar letzter, hinter Freiburg 2. Also insofern ist das natürlich dann schon ein enormer Sprung für ihn. Ja, mussten natürlich jetzt, wie gesagt, die Spiele auch in Paderborn austragen. Ja. Jetzt auch nicht für die Fans wahrscheinlich. Gut, das stimmt natürlich auch. Aber ist so oder so ein gewaltiger Unterschied, ob du in Essen oder Verl spielst. Dave Gnase könnte der Zweite sein dann fürs zentrale Mittelfeld.
Ja, auch ein spannender Name. Spannender Name und auch das wieder ein gestandener Drittligaspieler. Ja, und vor allen Dingen ist das nicht nur aufgrund seines Profils ein spannender Name, sondern dass solche Namen auftauchen und auch kommentiert werden, zeigt ja auch, dass Rot-Weiß Essen, dass dieser Umbruch noch größer wird als gedacht. Also du hast jetzt schon eigentlich im zentralen Mittelfeld einige Spieler. Cedric Karrenbrock, gut, der ist natürlich offensiver als Gnas, aber dann Thomas Eisfeld, Felix Götze, der nach dem Klassenerhalt quasi fest verpflichtet wurde. Ja. Dann hast du Björn Rother, du hast Clemens Fandrich, fallen mir jetzt auf die Schnelle ein, das sind einige. Und wenn du jetzt quasi den Sapina schon holst und jetzt über Gnase diskutiert wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass quasi das bei diesen Abgängen bleiben wird. Da wird noch jemand dann aus dem zentralen Mittelfeld dazukommen. Sonst wird es eng. Wird spannend. Also Clemens Fandrich ist ein super Typ, aber der zum Beispiel, finde ich jetzt, die Erwartungen, die ich an ihn gestellt hatte, als erfahrenen Zweitligaspieler, nicht ganz so erfüllt. Hat nie so richtig einen Fuß reinbekommen. Hatte mal gute Spiele dabei, aber so richtig auffällig war er nicht. Und er wird mit seiner Vita, langen Aue, Zweitligaspiele, wird er jetzt auch nicht zu den Geringverdienern gehören. Vielleicht wird dann da versucht, ihm einen Wechsel nahezulegen. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass da noch Spieler gehen, die Vertrag haben. Und ich meine, Gnase stand jetzt beim 1. FC Saarbrücken. Also auch das ist ja ein Verein, der jetzt ganz, ganz nah dran war, den Sprung in die zweite Liga zu schaffen. Also das zeigt ja auch schon, wo sich jetzt RWE dran orientiert. Cueto ist auch noch einer, der im Gespräch ist. Und da muss ich sagen, also für die dritte Liga wäre das schon eine Granate. Also auch da wieder. Da greift RWE schon hoch ins Regal. Ja, wobei der Name jetzt ja schon eher dementiert wurde. Da gab es ja auch die Verknüpfung zu Marco Stegmann, dem Kaderplaner und Sportdirektor von Rot-Weiß Essen. Der hat mit Cueto zusammen bei Viktoria Köln gearbeitet. Aber es scheint wohl so zu sein, dass Cueto nicht in die dritte Liga zurückgehen möchte. Dort hatte er in Köln und davor auch bei Preußen Münster gespielt. Aber ja, klar, dass solche Namen überhaupt diskutiert werden und genannt werden, zeigt die Ambition und zeigt, dass RWE eben ein Regal höher schaut als zuletzt und nicht dieses, das ist dann eine andere Kategorie als ein mit 30-jähriger Simon Engelmann, der natürlich wirklich super ist und eine tolle Geschichte bei Rot-Weiß Essen geschrieben hat, aber dieser nächste Schritt, der geht nur mit neuen Spielern und mit Spielern, die auf jeden Fall viel mehr Qualität reinbringen. Ja, und wir gehen da weiter bei diesen Namen. Und auch wenn die nur immer reingeworfen werden und danach kurz dementiert werden, aber ich meine, Lukas Fröde, auch der hat in der zweiten Liga gespielt, damals beim MSV zum Beispiel oder jetzt halt bei Hansa Rostock, beim KSC war der. Also der hat wirklich schon einiges mitgemacht. Der wurde gehandelt, ich glaube, das ist auch mehr oder weniger schon fast wieder vom Tisch. Ich meine, Simon Terodde, der Name geisterte auch immer mal wieder rum. Geistert ja überall herum. Der geistert natürlich überall rum, aber alleine, dass diese Namen gehandelt werden und man hat ja so ein bisschen das Gefühl, RWE spielt ja auch ein bisschen damit, oder? Also ich meine, zumindest bei Terodde, da klar, man wusste ganz genau, der wird es nicht werden, aber so ein absolutes Dementi hat es ja da auch nie gegeben, dass man nie gesagt hat, nee, überhaupt keinen Fall, sondern man hat es immer so ein Minispalt aufgelassen. Ja, das schon. Aber nochmal jetzt einen Schritt auf die vergangene Saison jetzt zu schauen. Ist jetzt auch nicht so, dass RWE da auch nur bei den kleinen Fischen gewildert hat. Also die haben Felix Götze ausgeliehen mit Kaufoptionen bzw. Verpflichtung zum Zeitpunkt, wo der Klassenerhalt feststeht. Und der war davor in Kaiserslautern Leistungsträger und kam quasi vom Bundesligisten FC Augsburg. Und das zu einer Phase im Spätsommer, wo es um Rot-Weiß Essen super schlecht bestellt war, wo der Saisonstart völlig in die Hose ging. Also ist jetzt auch nicht so, dass diese Namen, ich glaube in dieser Anzahl ist es schon was Neues, aber dass Rot-Weiß Essen jetzt nicht guckt, wen man jetzt vom ETB Schwarz-Weiß oder schon im Becki aus Essen Oberliga holt, ist ja auch logisch. Ja, aber trotzdem, ich finde, das ist schon ein deutliches Signal an die Konkurrenz, dass überhaupt diese Namen hier in Essen sozusagen die ganze Zeit umherschwirren. Und ich glaube, also man merkt da auch die Handschrift von Marco Stegmann, der die dritte Liga ja eben auch kennt. Ich glaube, das war auch so mein Gefühl jetzt in dieser Saison, dass eben der Kader vielleicht falsch eingeschätzt wurde oder man auch manches anders eingeschätzt hat, von mancher Entwicklung auch überrascht wurde. Liegt auch daran, dass keiner der Verantwortlichen die dritte Liga halt schon so kannte. Also Trainer Dabrowski war davor in Hannover, Trainer der ersten Mannschaft in der zweiten Bundesliga und der Regionalliga-Zweitvertretung.
Ja, Novak davon, Oberhausen, also so keiner wusste so wirklich, was so in der dritten Liga abgeht. Und das ist natürlich schon eine besondere Liga. Es geht super eng zu, finanziell ist es eine ganz andere Hausnummer als die zweite Bundesliga. Ja. Und diese Gemengelage ist nun mal schwierig und ich glaube, dass das ein sehr kluger Schachzug war, da einen von der Konkurrenz zu holen, von Viktoria Köln, der da schon nachweislich gezeigt hat, dass er gute und kreative Lösungen findet. Wenn man das jetzt schon so alles hört, was RWE vorhat und klar, der Kader steht noch überhaupt nicht, würdest du trotzdem schon eine Prognose wagen, dass die Saison besser verläuft als die zurückliegende? Es muss, aber was anderes kann man jetzt eigentlich nicht verkaufen, gut, weder den Umfeld voll. Noch den Fans, also ja. Nochmal eine Saison, wo du quasi fast bis zum letzten Spieltag in Abstiegsgefahr bist, dann ist es auch vorbei mit der guten Laune. So. In der dritten Liga kannst du jetzt nicht sagen, ich habe einen Kader, der ist gut, damit werde ich Erster. Also hier Dynamo Dresden. Ja, du kannst aber auch nicht sagen, ich werde gesichert jetzt, ich will Zehnter werden, weil das eben alles so eng beieinander ist. Also ich denke, dass Rot-Weiß Essen von bis landen kann. Alles besser als Platz 12 wäre durchaus gut und dann kannst du halt mit Glück oben anklopfen, wenn du ins Momentum kommst, wenn du einen Lauf hast. Kannst dann aber natürlich auch unten reinrutschen und ich glaube, so eine wirklich ruhige Saison, wo du gar keine Sorgen hast und die Teams von oben ärgerst und einstelliger Tabellenplatz am Ende, das wäre ein guter nächster Schritt. Aber mit Glück kannst du oben auf einmal auch ein Wörtchen mitdrehen und mit Pech kannst du auch wieder unten reinrutschen. Also das ist die dritte Liga, es ist herrlich. Wirklich, ja, Prognosen in dieser Liga zu diesem Zeitpunkt, wahnsinnig schwer. Aber das Schlimme ist, selbst 5 Spieltage vor dem Ende kannst du noch keine Prognose abgeben. Ja. Also selbst am letzten Spieltag, das hat dieser letzte Spieltag ja auch gezeigt, ist es ja auch nochmal komplett hin und her gegangen. Ja, streichen wir das Wort Prognose und setzen es durch Erwartung. Ich glaube, ruhige Saison, einstelliger Tabellenplatz, würde ich jetzt so sagen, dann ist es eine gute Saison. So, aber Prognose jetzt fürs Niederrhein-Pokalfinale. Die kannst du abgeben, weil da wissen wir, was auf RWE zukommt, nämlich ja, RWO. Ja, boah, das zu tippen auch wahnsinnig schwer. wenn RWE oder... Wenn das erste Tor macht, der wird gewinnen. Oh. Also ich glaube das schon. RWO, also so eine enge Kiste erwartest du. Ja, Terranova wird die sowas von heiß machen und wie gesagt, es ist das Spiel des Jahres für sie. Ha. Allerdings haben die auch seit Mitte Mai nicht mehr gespielt in dem Ligaspiel, weil die Regionalliga schon früher vorbei war. Qualitativ hat Rot-Weiß Essen natürlich den besseren Kader, aber ich glaube, wenn Oberhausen 1 oder 2-0 sogar führt, dann kann das kippen. Auf der anderen Seite, ein 1-0 gibt dir Sicherheit. Aber komm, wird ein schöner Abschied. Simon Engelmann trifft. Ausgerechnet gegen RWO. Ich habe mal nachgeguckt vorhin, 7 der letzten 9 Spiele gegeneinander endeten 1-1. Oh. Vielleicht gibt es auch ein 1-1 und dann Elfmeterschießen. Nein, Essen gewinnt 2-0, frühes Tor Engelmann und dann wird es einfach ein schöner Saisonabschluss. Alle freuen sich und dann wird analysiert, dann kommt alles auf den Tisch und dann geht es gestärkt in die neue Saison. So machen wir das vom Fußball Inside dann natürlich auch. Wir gehen jetzt in eine ganz, ganz kleine Sommerpause. Ich habe es schon angedeutet, sobald die ersten Trainingslager wieder starten, sind wir natürlich auch vor Ort. Schalke wird da relativ früh schon wieder unterwegs sein. Dementsprechend müsst ihr nicht lange auf uns verzichten. Ansonsten, ja, wenn ihr in dieser Zeit noch Fragen, Anregungen habt, Kritik, immer her damit. Ihr wisst das, über die E-Mail-Adresse hallo@fußball-insight.com könnt ihr uns schreiben oder bei WhatsApp die passende Nummer in den Shownotes. Und dann sehen wir uns nach der und hören wir uns nach der sehr, sehr kurzen Sommerpause wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Fußball Inside, der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.